Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute öffnen wir die Pocket Tin oder auch Mini oder Collectors Tin genannt von Panini zur Euro-Serie. Panini achtet ja sehr auf den Umweltschutz, deswegen keine Plastikverpackung mehr größtenteils. Und deswegen ist die Tin jetzt hier in Pappe eingepackt oder eingepackt. Man kann die jetzt hier oben einfach easy aufklappen und rausholen. Also von außen steht hier noch sonst drauf, die limitierten Karten gehören nicht zur regulären Kollektion, blablabla, UEFA Euro und mehr steht ja eigentlich auch nicht drauf. Und der Inhalt sind vier Booster, drei Booster sind es ja nur wegen den neuen, früher waren es vier, jetzt drei, eine Limi und eine Special Card. Und die Limi ist von Finaldum und die Special Card ist eine Power-Up-Karte, die immer random ist. Schmeißen wir mal weg. Mit Scharnieren, so sieht die Tin aus. Ein schönes, klares Design mit dem Panini-Seitfalz hier. Panini-Logo, Euro-Logo. Und von hinten sieht die Tin so aus. Made in China. So ein Ding ist das. Corona incoming. Und gut. Die Karten, also hier ist unter der Special Card ist die Limi. Und dann haben wir hier noch die drei Booster. Dann klappen wir die Tin zu. Diesmal ist die im Hochformat. Bei der Road to Serie war die im Querformat. Hier noch unsere drei ganz normalen Standardbooster, die man auch im Laden kaufen kann. Ja gut, ohne Barcode, aber ist ja sowieso das gleiche. Und ich hoffe mal, die Karten sind nicht beschädigt, weil bei den Mini-Tin ist das ja immer so eine Sache. Aber die Ecken fühlen sich ziemlich spitz an. Auf jeden Fall unsere Power-Up-Karte ist Temu Pukki als Goal-Maschine. Und unsere Limi ist, ja, die Ecken sind noch heile. Kann man noch durchgehen lassen für neu. Jorginho Wijnaldum von den Niederlanden. Ja, die sind noch relativ gut. Habe ich ein gutes Exemplar erwischt. Weil sonst gab es ja mal damit ziemlich viel Ärger. So, dann packen wir noch unsere drei Booster schnell aus. Und hier nochmal die Verteilung. Also ich würde mich über ein paar gute Powerkarten freuen. Also eine Rare natürlich immer, aber nicht unbedingt. Brauche ich gar nicht mehr so viele. Da würde ich mich eher über Power-Up oder Multiple-Karten freuen. Gut, die ist jetzt natürlich beschädigt. Das ist jetzt nicht so schön. Haben wir hier wieder nur ein Base-Pack gefühlt erwischt. Weil hier nur zwei Power-Karten drin sind und das zwei von diesen Qualifier-Teams sind. Egal. Geht ja sowieso eigentlich nur um die Limi, die ich haben möchte. Zigankov, Hennessy, Ajeti, Moore, Keane und Kweißen. Oh, den brauche ich noch. Späten ist jetzt vollständig. Und ich nehme kurz dahin. Und unsere beiden Powerkarten sind wie vorhin schon oder gerade schon erwähnt. Israel als Playoff-Team. Danke, Handy. Und Rumänien als Playoff-Team. Ja gut, Handy, das ist einfach so. Los geht und vibriert. So, gedreht, ohne dass ihr was gesehen habt und ich auch. Pröpper, Akanji, Alderweireld, Kramaric, dann Barco als Host City. Ja, wir haben eine Multiple. Pickford, Maguire und Keane, die habe ich leider schon, glaube ich. Schweiz, Line-Up-Karte, die habe ich auch schon. Und Lewandowski als Captain. Weiß ich gar nicht, ob ich die habe, aber kommt mir irgendwie auch bekannt vor. So. Und unser letztes Päckchen. Auf jeden Fall haben wir eine Multiple, aber ich glaube, die habe ich schon. Aber man kann ja die Multiple gut gegeneinander tauschen. Und hier haben wir noch eine. Ja, das ist eine Allround-Player-Karte. Sie sehe ich jetzt schon. Sieht man in den verschiedenen Farben übrigens. Und dann haben wir Hakan, Çalhanoğlu, Ginter, Alba und Zeluschka. Dann Rafael Guerrero als Allround-Player. Schweiz-Logo.
Delaney Fans Favorite und Maguire als Basekarte. Den brauche ich auch noch. Nice. Ich glaube, jetzt brauche ich noch 3 Basekarten oder so. Also das war unsere Mini-Tin. Sind ja nicht so ganz viele Karten drin, aber ist ja auch nur eine kleine Sammeldose. Also wir hatten in der Tin sowieso ja versprochen eine Power-Up und die Limit drin. Und dann hatten wir noch die insgesamt 6 Fans-Karten hier und eine Multiple und eine Power-Up-Karte. Ich würde sagen, das war's von dem Unboxing. War ein kleines Unboxing, aber besser als nichts. Ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüssikowski.